Wollen wir loslegen? Hm. Ja. Startklar so, ja. Ja, wenn es sein muss. Und wenn es sein muss, legen wir los. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zur neuen Ausgabe vom Kinocast. Hier heute wieder in voller Besetzung. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Hallo, ich habe gerade einen kurzen Moment überlegt, ob ich bei Hallo Kate Hallo sagen soll. Nur um Verwirrung zu stiften. Naja, wir haben ein paar Filme für euch mitgebracht und eine Serie, soweit ich das sehe. Wir haben uns auch noch ein bisschen mit dem aktuellen Kinocast Adventskalender vielleicht mal eine Zwischenwertung beschäftigen. Viel zu schwer. Viel zu schwer, ja. Und viel zu früh aufgelöst immer. Ach, alles Mist. Unfassbar. Hier. Ja, Mensch. kommt man nie drauf. Ja, mal gucken, was uns noch so einfällt. Neustarts gibt es natürlich wieder. Und ja, Tipps für die Sneak morgen. Und ich mache mal mein Handy aus, weil der Chris sendet mir irgendwelche Sachen per WhatsApp hier nebenbei. Ich doch nicht. Damit er nicht weiter hier WhatsAppy macht hier, dann kann er gleich mal erzählen, wie denn Daddy's Home 2 war. Das war nämlich die Sneak Preview in der letzten Woche. Schieß los. Daddy's Home 2. Wir erinnern uns vielleicht zurück an Daddy's Home 1. Den ja, ersten Teil. Der Meilenstein der Filmgeschichte. Meilenstein der Filmgeschichte mit Will Ferrell und Mark Wahlberg, wo die beiden quasi um die Gunst der Familie streiten, weil ja Will Ferrell oder Brad Whittaker, wie er im Film heißt, gegen Dusty Marrone kämpfen muss, um die Gunst seiner Frau oder seiner Angebeteten dann oder seiner Verlobten dann und um die Kinder, weil die Kinder sind von Mark Wahlberg und er heiratet quasi in die Familie rein und wer ist dann der coolere Daddy? Das war die Geschichte beim ersten Teil und inzwischen haben sich die beiden, also der eine der Übervorsichtige und der andere der ganz coole, so weit arrangiert, dass es ganz gut läuft. Es ist so alles abgesprochen, wer macht was, welcher Daddy macht da was, wer ist hierfür zuständig und läuft eigentlich ganz hervorragend zwischen den beiden und dann steht halt Weihnachten vor der Tür. Und an Weihnachten kommt für gewöhnlich die Familie vorbei und so ist es auch in diesem Fall. Und zwar kündigen sich die Väter der beiden an und zwar haben wir da einmal Mr. Whittaker, also gespielt von John Lithgow. Ah, ja. Wer kennt John Lithgow? Ich kenne den, er hat zum Beispiel bei Cliffhanger mitgespielt. Mhm. Und Mr. Maron, der Vater von, in dem Fall Mark Wahlberg, gespielt von Mel Gibson. Wer den kennt kenn Mel ich nicht. Gibson? Den kenne ich nicht, ich weiß nicht, wer das ist. Schon mal gehört, ne? So, heißt, hat er nicht bei diesem Väter. Get the Gringo mitgespielt? How I Spent My Summer Vacation, ja. Ja, irgendwie sowas. Ich möchte kurz erwähnen, dass John Lithgow unter anderem auch der Trinity Killer ist. Bei Dexter. Ist das jetzt ein Spoiler oder was? Ich wollte Dexter eigentlich noch gucken. Ja, vielen Dank für den Spoiler. Es ist kein Spoiler. Jeden Fall, nee, von abgeschlossenen Serien gibt es, glaube ich, keinen Spoiler, wenn sie schon wie viele Jahre abgeschlossen sind? Nach dem zweiten Jahr ist vorbei. Sorry, Erik. Die Väter kommen zu Besuch an Weihnachten. Eher ungewollt sozusagen und es bricht natürlich das völlige Chaos aus, weil der Vater von Will Ferrell ist noch übervorsichtig oder einfach noch eine größere Waschlappen wie Will Ferrell und möchte immer nur reden und immer nur palabern und hat zu allem eine Geschichte und war früher Postmann und lebt das auch immer noch aus und der Vater von Mark Wahlberg ist halt der totale Draufgänger und eigentlich nie für seine Familie da gewesen. Und es entwickelt sich, ja, ein nicht mehr Kampf um die Familie, sondern es entwickelt sich ein Kampf um eigentlich alles. Und zwischendrin immer Mark Wahlberg und Will Ferrell, die sich sehr, sehr gut, erstaunlicherweise, die Bälle irgendwo zuspielen. Und normal ist man es ja gewohnt von Will Ferrell, dass es alles so ein bisschen abdriftet, auch in so ein bisschen eine geschmacklose Richtung oder halt auch so ein bisschen, ja, sehr, sehr groß Fremdschämen. Also ich glaube, der Erik hat so ab und zu mal sein Problem mit Will Ferrell, oder? Nö, ich mag Will Ferrell. Du magst Will Ferrell, okay. Ja. Okay, finde ihn super. Ja, ich mag den auch. Ich find den einfach, der ist so komplett Banane. Ja. Aber der lebt das, was er macht. Und das finde ich einfach gut. Und ja, es
spitzt sich alles zu, es kommt zu einem großen Showdown, auch in einer Weihnachtskrippe, so viel kann man schon mal verraten, weil man feiert Weihnachten natürlich nicht dann zu Hause, sondern es wird natürlich ein größeres Haus gemietet, kurzfristig mit Airbnb, Sponsorenleben hoch und ja, viel Chaos, teilweise viel Fremdschämen und im Vorfeld, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay, es wird nicht nur Klamauk, es wird übertriebener Blödsinn. Und dann hat man schon so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Bauchweh, wenn man sagt, okay, ja, kann das funktionieren? Toppt das den ersten Teil? Ist das eine gute Fortsetzung? Und am Ende des Tages geht man aus dem Film raus und sagt, hey, war gar nicht so schlimm. Also ich fand ihn wirklich im Endeffekt nicht so schlimm. Ich hatte ein paar Situationen, wo ich wirklich lachen musste. Und nicht, weil es einfach so komplett bescheuert war, sondern weil es wirklich witzig war. Klar gibt es wieder so Fremdschämen-Momente und einfach so skurrile Szenen, wenn er zum Beispiel im Schneepflug unterwegs ist und dann das Kabel von der Lichterkette einsammelt und quasi dann anfängt zu fliegen und solche Dinger. Und ja, wie gesagt, teilweise ein bisschen skurril, aber trotzdem durchaus gute Unterhaltung. Also ich hätte es nicht gedacht. Es ist ein schöner Weihnachtsfilm. Am Ende kommt auch noch John Cena. Wer kennt John Cena? Der Name sagt mir was. Schweigen. Ist das nicht so ein ehemaliger Wrestler oder so? Na, er ist immer noch Wrestler. Ach so, ja. Na gut, ja, aber na, schon doch. John Cena und spielt auch noch mit. Und weil der spielt dann den Vater von den Kindern von Mark Wahlbergs neuer Frau. Also ihr seht alles so ein bisschen, ja, bisschen für Wochen, ein bisschen durcheinander auch und so soll es auch sein, aber insgesamt eigentlich eine ganz, ganz lustige Sache jetzt. Nicht so der Mega-Bringer-Film, nicht so das, oh Gott, ich muss den unbedingt dreimal sehen, damit ich alle Gags mitbekomme. Nee, also es ist schon seichte Unterhaltung, aber für einen Weihnachtsfilm, und das ist er in dem Fall, weil es dreht sich komplett um Weihnachten, es ist der Countdown zu Weihnachten mit drin. Ja, auch, wie gesagt, mit den Kids, mit den neuen Kids, die dabei sind, oder das neue Mädchen, was auch noch dabei ist und was die noch für Probleme mit reinbringt in die Familie und. Es ist schon, ja, jeder hat so seine Eigenschaften und das ergänzt sich im Endeffekt ganz gut. Also ich finde, Will Ferrell fand ich natürlich super, auch an der Seite von Mark Wahlberg finde ich die super. Ich habe da auch schon im Vorfeld, muss ich ehrlich gestehen, noch einen Ausschnitt gesehen, auf dem er einen Rededuell, eine Sonderaufnahme, wo sie gemacht haben, da erzählen sie sich solche Papa-Jokes, solche Dad-Jokes, also das, was der Erik seinen Kindern auch immer erzählt. Nein, Erik, machst du nicht? Nee. Nein. Niemals. Niemals. Ich habe übrigens auch heute Nacht noch gelernt, wie die beste Kindererziehung funktioniert. Und die funktioniert über Angst, also dass du denen sagst, die Kinder sterben. So, du musst eine Jacke tragen. Nee, ich will keine Jacke tragen. Wenn du keine Jacke trägst, dann wirst du erfrieren und sterben. Dann trägt man die Jacke. Genau. Nein? Wenn du nicht in der Schule aufpasst und lernst, dann wirst du irgendwann, stell dir vor, wie du unter der Brücke sitzt und mit klammen, kalten Fingern versuchst, deine Schnürsenkel zuzumachen. Ja, oder wenn du die Zähne nicht putzt, dann fallen sie irgendwann aus und dann kannst du nichts mehr essen, dann stirbst du. Ja, das hast du aber bei Family Guy gehört, oder? Das ist nicht jetzt irgendwo. Nein, es hat aber ungefähr auch so dieses Niveau von dem Film. Insgesamt, wie gesagt, um wieder zurückzukommen, Daddy's Home 2, mehr Väter, mehr Probleme. Ja, der Titel sagt wirklich alles. Wer jetzt nicht den tieftrabenden Oscar-Film erwartet, sondern einfach eine nette Familienkomödie mit guter Unterhaltung vor Weihnachten, einfach so ein bisschen Hirn ausschalten und berieseln lassen, der ist da, glaube ich, ganz arg richtig drin. Ich habe ihm im Endeffekt, glaube ich, 6 von 10 Punkten gegeben. Weil, ja, es klingt jetzt abwertend und falsch und abschätzig, aber mehr ist er nicht wert. Aber das ist absolut im Rahmen. Also, wie gesagt, ist auch der beste Kommentar der einzige Metropol-Sneak Stuttgart-Kommentar drunter ist, war lustiger und weniger fremdschämig als befürchtet. Und dem kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Also, wie gesagt, kann man sich anschauen, reicht vielleicht aber auch im Heimkino nächstes Jahr zu Weihnachten. Mhm. Ja, es ist sehr, kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf, ist so ein bisschen wie schöne Bescherung oder so. Ja, viel okay. Weihnachtsstimmung, okay. Total. Ganz vor allem am Ende dann auch. Dann wär's do they know it's Christmas. Ach, ja. Ganz hervorragend. Wär's ganz vielleicht arg doch schön. Was. Vielleicht sollte man sich das doch nochmal reinziehen. Ja. Mal gucken, was so mal so dieses Jahr der Weihnachtsfilm wird. Für mich so, es hat zwar nicht so viel mit Weihnachten zu tun, aber Paddington war schon ein schöner Familienfilm für die Weihnachtszeit gerade.
vielleicht. Aber ins Kino werde ich nicht gehen für Daddy's Home 2. Ah, nein, um Gottes Willen, nee. Wie gesagt. Nee, aber Sneak kam er gut an, oder? Wie gesagt, er war weniger schlimm als befürchtet. Ja. Und deswegen kam er, glaube ich, ganz gut an. Also insgesamt niemand so rausgegangen, kein Pipi Kaka oder so. Bisschen Pipi Kaka, aber wie gesagt, ich sah es ein bisschen anders mal diesmal. Ich habe es nur von einer anderen Perspektive angeschaut. Ich habe es nicht so mitgekriegt, ob arg viel raus sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Hast diesmal quasi vor der Leinwand gesessen und auf die Zuschauer geguckt? Nee, lustigerweise saß ich hinter der Leinwand. Also, hast oben durchs Loch geguckt. Haben wir geguckt, was so durchschimmert. Das war ganz toll. Tolle Erfahrung. Aha. Also ich überfliege das hier gerade mal. Also da ist so, ja, einen Punkt hat auch jemand gegeben. Aber bis zur 9 hoch geht es auch. Haben auch ein paar gegeben. Ist irgendwie die ganze, Bandbreite. Bandbreite ist eigentlich ziemlich breit und ziemlich dabei. Also keiner hat 0 gegeben, das muss man vielleicht auch mal sagen. Und keiner 10? Für so einen Film sagt das schon alles. Keiner 10? Ja, aber keiner 10. Ja gut, aber für so einen Film, wie gesagt. Ja. Ist halt Geschmackssache wahrscheinlich. Ja, natürlich, wie immer. Na gut. Wenn wir einmal in der Facebook-Gruppe sind, da kannst du ja gleich mal den Tipp für die nächste Woche sagen und die Kate kann gleich mal sagen, was da so getippt wurde bis jetzt. Der Tipp für die Sneak 926 am 4.12. lautet: Der Schlüssel zur Angst. Ganz klar. Also mein erster Tipp: Insidious The Last Key. Habe ich mir sofort gedacht, weil Insidious ist einfach Angst und Grusel pur und im Titel kommt der Schlüssel vor. Der Erik, du hast es in der Gruppe auch gepostet. Du warst schneller als ich. Ich habe auch noch Polaroid. Das war auch irgendwas mit, da stand in der Filmbeschreibung, was mit einem Schlüssel zur Angst ist, halt irgend so eine Fotokamera, wenn du damit irgendwas fotografierst, dann wird irgendwas da. Ja, das ist eine Polaroid. Ich hab das gelesen und zwar ist eine Polaroid-Kamera und jeden, den du damit fotografierst, der stirbt. Aha. Könnte man ja zum Wohle der Menschheit einsetzen mal. wer bist du, der das entscheiden darf? Und dann hat noch jemand getippt, der Kevin hat getippt, It Comes at Night. Aber da war ich jetzt noch nicht so schnell, um zu gucken, was da geht. It Comes at Night. Ich habe da, glaube ich, bei ihm den Trailer noch reingesetzt. Ja, guck mal, die Filmbeschreibung. Also der startet am 18. Januar, Horror-Thriller aus den USA. Sie werden von einer bösartigen, pestähnlichen Krankheit bedroht, die beinahe das ganze Leben auf der Erde ausgelöscht hat. Ja, ist... Könnte sein. Ich bin ja morgen sogar mal wieder dabei. Abwarten, endlich mit Schneid. Schnee stört mich nicht. Schnee stört mich nicht. Ja, Insidious würde mir sogar gefallen. Also mir haben die vorherigen Teile auch ganz gut gefallen. Aber ich bin gespannt, was da kommt. Bei den gesehenen Filmen, da fange ich mal an, weil der ist noch im Kino, nämlich Schneemann, passend zum Wetter. Oder sollte das gerade eine Überleitung sein von dir, Chris, die ich jetzt gerade nicht aufgefangen habe? Ja, aber schon okay. Okay. Vielen Dank dafür. Weißt du, da gibst du dir Mühe, da hockst du den ganzen Abend dran und überlegst dir irgendwas. Schreibst du extra vorher ein Skript und so. Schreibst ein Megaskript und alles, wie du dem Erik das am einfachsten machen kannst in seinem Podcast und dann kommt der so ums Eck. Du. Ich danke dir, aber... Ja, ist schon okay. Ja, ich hock jetzt einfach mal hier und schmoll. Schneemann ist eine Verfilmung eines Jeunesse-Bö mit so einem Ohr, mit so einem. Wir hatten ja auch schon da diverse Filme in der Sneak Preview gehabt, hier irgendwie Headhunters, glaube ich, von Jeunesse Bö. Hier ist allerdings mal im Gegensatz zu den Filmen, die wir bis jetzt so in der Sneak hatten, spielen mal auch so ein paar Hollywood-Schauspieler mit, so richtig. Also zum Beispiel Michael Fassbender spielt hier die Hauptrolle. Und wie immer bei diesen, ja, ich sag mal, skandinavischen Krimis, ist es halt alles schon ziemlich düster und trostlos. Und ich meine, hey, wenn du da irgendwie 360 Tage im Jahr irgendwie Schnee hast und die Sonne nicht richtig rauskommt, da ist klar, das schlägt aufs Gemüt und so. Und so sind die auch alle drauf. Der ist auch irgendwie ein Alkoholiker und hat deswegen seine Frau, ja, die hat sich von ihm getrennt oder er hat sich von ihr getrennt, weil er selber erkannt hat, dass er ein Alkoholiker ist und dass der Beziehung nicht gut getan hat oder irgend sowas. Also
ja, Beziehungsprobleme hat da auch irgendwie jeder in diesem Film. Und auch total zerrüttete Beziehungen, wohin man schaut in diesem Film, also alles extrem trostlos. Und in dieser ganzen Trostlosigkeit gibt es einen Killer, der hauptsächlich Frauen umbringt, oder eigentlich ausschließlich Frauen umbringt, die ein Kind haben und die irgendwie von ihrem Mann verlassen wurden oder getrennt leben oder wo die Beziehung total zerrüttet ist, weil der Mann irgendwie eine andere hat oder sowas. Und er kündigt sich immer damit an, dass es immer mordet, wenn es schneit, und er baut auch immer so einen Schneemann. Und dieser Michael Fassbender, die Rolle, Harry Hole heißt er im Film, der ist eben total runtergekommen und sucht wieder irgendwie nach einem Fall, wo er sich ein bisschen reinarbeiten kann, damit er ein bisschen rauskommt aus seinem tiefen Loch, in das er irgendwie gefallen ist. Und er hängt sich da jetzt halt richtig rein, und diese ganze Geschichte tangiert ihn auch sehr stark auf persönlicher Ebene. Mehr will ich mal nicht dazu sagen, um da nicht irgendwie zu viel zu verraten. Das Gegenteil von einem Feel-Good-Film auf jeden Fall. Auch irgendwie das Gegenteil von einem schönen Weihnachtsfilm. Es ist halt ein Krimi, ein skandinavischer Krimi. Hat mich leider nicht ganz so mitgerissen wie die anderen, die wir so in der Sneak hatten, diesen Headhunters oder so, den fand ich irgendwie ziemlich cool und auf seine Weise sehr, sehr abgefahren, und hat mich alles irgendwie mehr gepackt und mitgenommen. Hier, das war mir eigentlich einfach alles zu düster und ätzend, das weiß ich nicht, und irgendwie die Leute und wie das alles dargestellt war, und dann war so wenig Zug in der Geschichte drin, und das ging dann hin bis zur Auflösung, die ich natürlich jetzt nicht verraten will, die einfach auch, ja, okay, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt schon ganz am Anfang gewusst, aber irgendwann deutete sich dann doch ein bisschen was an, und ja, ich habe es ja von vornherein gesagt. Nee, so war es ja nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass du sagst, was für eine Auflösung oder so, weil manchmal haben ja diese Krimis dann so eine Auflösung, die sich dann so richtig so brachial in den Weg bahnt, und wo du sagst, ja, okay, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass es nun so ist, hätte ich nicht gedacht, so war es hier aber nicht, sondern es war halt wirklich so eine Tatort-Auflösung, ja, wo, ja, das ist halt so, ne, so, und irgendwie, dann war der Film plötzlich aus, und hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Ja, schauspielerisch war es okay. Auch so eine Rolle zum Beispiel von Charlotte Gainsbourg hat mir auch ganz gut gefallen. War auch so ein Grund, das anzugucken. J.K. Simmons hat mitgespielt in der Rolle. Das waren so ein paar, wo man sagt, ey, die kennt man aus größeren Produktionen. Aber ja, schauspielerisch war es okay. Und der Typ, der das gemacht hat, der Thomas Alfredson, der hat ja auch diesen Dame-König-Ass-Spion gemacht. Und den fand ich ja auch von den Darstellern her, fand ich den ja toll. Aber die Geschichte hat mich auch nicht so richtig mitgerissen. Und genauso ging es mir bei dem Film auch. Vielleicht ist es einfach so, dass ich mit dem nicht so ganz klarkomme, wie er so Stoffe anpackt und umsetzt. Ich werde das mal beobachten, ich werde mir dann die nächsten Sachen von ihm dann eher mal auslassen, auch wenn ich denke, oh, hier, der und der spielt mit, das interessiert dich mal, werde ich mir sagen, nein, Erik, diesmal nicht, und werde dann warten, bis es irgendwie dann im Heimkino erscheint. Okay, also von mir... Ich glaube dir kein Wort. Der Schneemann, was? Ich glaube dir kein Wort. Sobald du so denkst du wieder nicht so, dann denkst du dir, oh, vielleicht gebe ich dir jetzt doch nochmal eine Chance. Mein Problem war jetzt, dass ich nicht mehr wusste, dass der das war. Ich habe es jetzt erst im Nachhinein, dachte ich, ah ja genau, das wolltest du dir eigentlich, der Dame-König-Ass-Spion, das fand ich schon bei der Oscar-Nominierung. Was, den nominiert? Okay, wegen Darstellern, ja, aber der war ja sogar als bester Film mit nominiert. Ich gebe 5,5 von 10. War ein okayer Krimi, aber nicht so der Riesenkracher. So, jetzt seid ihr dran. Ihr habt ja auch einiges gesehen. Und ihr habt Spider-Man Homecoming gesehen. Jetzt bin ich ja gespannt, wie der euch gefallen hat. Ob er euch auch so gut gefallen hat. Ihr habt ja mehr fundiertes Grundwissen da. Habe ich überhaupt alles richtig erzählt jetzt, ihr Comic-Nerds da beim letzten Mal? Ja. Ja, gut, passt. Stein vom Herzen, ey. Nicht, dass ich da irgendwie... Du hast gerade durchgeatmet. Das war kein Stein vom Herzen, das war durchatmen. Jetzt muss man das auch sein. Stein von Herzen wäre Klonk.
Aber egal. Wer achtet schon auf sowas? Ich meine, weißt du, da gibst du schon jemandem so eine schöne Vorlage mit einem Schneemann und hast du quasi Nein. das Spinnennetz ausgeworfen. Ja, oh, jetzt, wie lange hast du für den gebraucht? Das kam mir spontan, siehst du mal. Manche das können das eben mal. So aus der Lameng hier. Ja, ich sehe schon, Ich bin begeistert. Spider-Man Homecoming, ja, worum geht's? Spider-Man. Punkt. Hey, Spider-Man. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Die nette Spinne von nebenan. Es ist halt der nächste Anlauf, Spider-Man ins Kino zu bringen nach Tobey Maguire? Ja. Ja, danke. Gab es da nicht noch so einen Andrew Garfield? Und, oder, wer war das? Andrew Garfield war aber die Amazing Spider-Man. Das ist eine andere Timeline. Ah, I see. Ah. Ah. Aber ich bin nicht mehr ganz so unbedarft wie noch vor einem halben Jahr. Da musst du zugeben. Ja, ist schon okay, mein Freund. Das ist schon okay. Du darfst weiter den Podcast machen. Das ist schon okay. Das ist nett. Gell, das, ja, ist Weihnachten. Da ist man mal großzügig. Noch nicht. Spider-Man. Nach seinem Auftritt bei den Avengers ich habe mich tierisch gefreut damals schon über Spider-Man, über Spidey, über seinen Anzug. Und jetzt, was ich schön fand, ist wirklich, dass die ganze Vorgeschichte, wie kam Spider-Man zu seinen Kräften, einfach mal weggelassen ist. Einfach nur so, du wurdest von einer Spinne gebissen? So, ja, okay, und das war's dann. Mehr große Infos gibt's nicht. Und auch, mein Onkel Ben ist gestorben. Nee, der stirbt ja im Trailer von Deadpool, wie wir wissen. Wusstest du noch nicht? Der neue Trailer? Nee, der neue Trailer. Hast du den neuen Trailer auch gesehen? In der Ding umzieht. Bitte? Jetzt habt ihr gerade beide geredet, da verstehe ich gar keinen. Ladies first. Traut sich keiner, gut. Gibt den Trailer, da tut sich Deadpool in der Telefonzelle umziehen. Ah, dieser, der neue, also für den Deadpool 2 sozusagen. Ja, den hat für Deadpool 2, der erste Trailer für Deadpool 2. Den hab ich noch nicht. Den er da versucht zu retten. Der hat ein Shirt an, auf dem steht Ben. Ah, okay. Das ist Onkel Ben, ja. Und ja gut, wie gesagt, ich fand es ganz cool. Also es war eine nette Geschichte. Es war so, hat mich teilweise, muss ich ehrlich sagen, an einen anderen Film erinnert. So ein bisschen, also erinnert nicht, er war gleich, sondern an einen anderen Film erinnert, so von der Art und Weise her, der einen Pseudo-Helden mit sich bringt. Und das war Kick-Ass. Also daran hat es mich so ein bisschen ab und zu mal erinnert. Insgesamt fand ich ihn cool. Es war schön eingeführt, die nette Spinne von nebenan. Michael Keaton hätte ich vielleicht ein bisschen mehr gepimpt oder ein bisschen anders in der Rolle drin gehabt auch, aber ja, das ist Geschmackssache, denke ich. Prinzipiell, mir hat er ganz gut gefallen. Also es ist jetzt nicht so der große Kritikpunkt eigentlich zu sehen oder von meiner Seite aus. Es ist halt ein neuer Start, ein neuer Versuch mit Spider-Man, für mich eigentlich eine der stärksten Franchises, die Marvel auch zu bieten hat. Kommt immer drauf an, was man draus macht. Und der Anfang ist jetzt gemacht, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht da. Weil es wird ja auf jeden Fall weitergehen. Wird im nächsten Avengers, im Infinity War ist er dabei, dann kriegt er nochmal einen eigenen Film. Also es war, sagen wir es so, noch, es war auf jeden Fall kein Fehler von Sony zu sagen, okay, wir geben das wirklich an die Marvel Studios und orientieren uns daran und arbeiten dann auch mit denen zusammen, weil allein der Auftritt von Tony Stark hat dem Film echt gut getan, von Iron Man. Das war, war cool. Sehr cool. Coole Szene. Das hat, ja, absolut coole Szene. Das tat einfach nur gut und das hat es einfach auch jetzt mal so weit zusammengeführt und ich hoffe, dass Sony daraus lernt, auch für alle anderen Filme, die da noch kommen, auch für alle Fantastic Four Movies, die da vielleicht noch kommen. Deswegen, ja, ich fand ihn cool. Kate? Ich fand ihn auch cool. Man muss dazu sagen, ich bin ja, wie hieß der erste Spider-Man, der Schauspieler? Tobey Maguire. Ich bin kein Fan von Tobey Maguire. Ich mag den nicht. Ich finde ihn unfassbar unsympathisch. Deswegen fand ich die Spider-Mans zwar okay, aber jetzt nicht richtig geil. Und der Tom Holland ist mir jetzt durchaus sympathischer. Ich finde auch, der spielt den Spider-Man auf eine sehr sympathische und irgendwie auch eine liebenswerte Rolle. Ich fand es auch gut, dass man sich nicht mit der ganzen Vorgeschichte aufgehalten hat, warum er jetzt Spider-Man ist und wo er die Kräfte hat, sondern er ist es einfach, Punkt, aus, Ende. Fand ich okay. Also
mir gefällt dir der Spider-Man jetzt hier besser wie das, der erste Versuch. Und ich fand den Film stimmig rundum. Ich fand, gab es auch die eine oder andere Überraschung, die ich nicht kannte, weil ich die Comics nicht kenne. Aber jetzt lacht nicht. Ich fand, da gab es eine Szene, die war für mich sehr überraschend. So. Und das hat Spaß gemacht zu gucken, auch dieses Austesten von seinem Anzug, was das alles kann und was der alles kann und diese neuen Gimmicks. Und das fand ich echt süß gemacht. Auch ja, er ist halt charmant. Dieser Peter Parker ist sehr charmant, finde ich. Und deswegen hat der Film mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, war so ein bisschen augenzwinkernd irgendwie der Film. Hat sich manchmal nicht ganz so selbst ernst genommen bei manchen Szenen da. Cool. Spider-Man. Ja, er ist wieder da. Ist, glaube ich, auch so eine Figur, ich weiß nicht, zumindest für die, die nicht ganz so tief in der Materie drinstecken wie ich jetzt, ist irgendwie so eine Figur, die kennt irgendwie jeder und auf die kann sich irgendwie jeder einigen, wenn ich da in den Kindergarten gehe. Da gibt es Kinder, die haben irgendwie Spider-Man-Sachen an und die haben aber selber noch nie irgendwie richtig Spider-Man geguckt, aber jeder kennt Spider-Man. Was ich jetzt von anderen, was für sich die lebende Fackel oder irgend sowas, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass die jeder kennt. Ja, oder gut, Hulk kennt vielleicht auch noch ein paar, aber irgendwie Spider-Man kennt irgendwie so jeder. So der Dieter Bohlen des Marvel-Universums. Dieter Bohlen, komm. Naja. Punkte sehe ich ja bei euch hier. Einmal 9, ja. Einmal 8. Ja. Ich gebe 9. Ich fand die, glaube ich, auch ziemlich gut. Lag doch auch irgendwo so in dem Bereich, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe sogar, ich hatte ja vorgehabt, eigentlich einen Screenshot zu machen hier für unser Rätsel. Habe ich die Blu-ray nochmal reingepackt und habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann einen Großteil des Films nochmal geschaut habe, weil ich da irgendwie nämlich geguckt habe. Da gab's so ein paar coole Szenen und da wollte ich aus dem einen irgendwie was raus. Hat nicht ganz so geklappt, weil es muss halt irgendwie muss man für einen Moment mal ein bisschen Ruhe sein auf dem Bildschirm, ansonsten ist alles ein bisschen verwischt und so. Hat irgendwie nicht ganz so geklappt mit dem Screenshot, deswegen habe ich da bis jetzt noch keinen. Und habe dann aber von dort aus gleich weitergeguckt. Irgendwie hing ich dann fest. Da lief es erst noch eine Weile mit und dann habe ich irgendwie doch noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde geguckt. Ja, cooler Film. Spider-Man Homecoming. Es war für mich eine ziemliche Überraschung dieses Jahr, fand ich. Also den Film habe ich irgendwie am Kino gar nicht so weiter beachtet, bin ich ja nicht rein, hat es mich nicht so reingezogen und ja, der lag auch eine Weile hier auf der Blu-ray, ich hatte mir den bestellt gehabt, da war mal irgendwie günstig bei Amazon zur Erscheinung, hat den auch nicht geguckt und Jo, ihr habt noch einen geguckt, sehe ich hier. Baywatch. Baywatch, ja. Ich habe mich breitschlagen lassen, Baywatch zu gucken. Ja. Ja. Wir haben uns in einer illustren Runde darauf geeinigt, okay, den hat von uns wirklich noch keiner gesehen. Es standen noch zur Auswahl Spider-Man und ich einfach unverbesserlich 3. Es wurde dann Baywatch, weil den hat wirklich noch keiner gesehen. Und ja, worum geht's? Kate, worum geht's? Ja, oh Mann, echt. Es geht um die Baywatch und zwar um Chief, heißt der Chief? Der ist Chief, ne? Wie heißt denn sie das? Ne, Lieutenant, Entschuldigung. Lieutenant Mitch Buchanan, gespielt von Dwayne The Rock Johnson. Genau, der hat auch einen Titel. Und ja, er ist Lieutenant, Mensch, ja. An seinem Strand. So. Ja. Quasi, ne? Er ist der Chef von der Mannschaft. Und es geht darum, dass das Team Verstärkung braucht. Und zwar wird in einem Tryout sozusagen, kann man sich bewerben und müssen dann so ein Parcours ablaufen. Und die Besten, unter den Besten wird dann ausgewählt, wen sie mit im Team aufnehmen als Trainees. Darunter soll auch der gute Zac Efron sein, der aber der Meinung ist, dass er das gar nicht nötig hat, da irgendwie ein Tryout mitzumachen, weil er ist ja zwei Goldmedaillen in Olympia gewonnen und ist der schnellste Schwimmer der Welt, bla, und keine Ahnung. Und macht einen erstmal auf arroganten Sack und will dann nicht mitmachen. So. Irgendwie kriegt das dann aber hin und irgendwie raufen sich alle zusammen und dann besteht dieses Baywatch-Team wieder aus 6 Mitgliedern und sie haben also ihre 3 neuen gefunden und dann
passiert halt irgendwas am Strand und der gute Dwayne The Rock Johnson muss dem Ganzen nachgehen, weil es ist ja sein Strand und den muss er beschützen. Und die Polizei wird mal wieder als nicht ganz so clever hingestellt, was ja sehr oft vorkommt in solchen Filmen. Und ja, das war's. Es gibt doch noch einen Kriminalfall, wenn ich mich da recht erinnere. Und irgendwelche also ich Leute... Sag ja, da wird was an seinem Strand, passiert was und dem muss er ja dann nachgehen. Drogenhandel, ja wie dann. Immer. Drogen, ganz schlimm. Ja. Und irgendwie Grundstücks, ja, spielen Mauschelein Monopoly so. Da irgendwie mit den Grundstücken da. Genau. Ne? Ja, Mensch, da brennt doch alles die Bude. Alles sehr betrieben, da, alles sehr, sehr... Da brennt der Kittel. Viel zu viel da brennt gewaltig der Strand. Also da ist ja, Sonnenbrand am Strand. Nicht nur der Scheiße Strand. Ging so wieder, der Strand da brennt. Brennt das ganze Meer. Ja, Leichen angeschwemmt und so. Kann mich da erinnern. Ja, ja. Ja, das ja. ist doch Nägel kauen, die Spannung. Das ist doch. Ja. Ich fand den ungefähr genauso wie ich gedacht habe. Was? Das du Einzige, bist vorurteilsbelastet da reingegangen, das merke ich ja, schon. Ja, total. Das Einzige, ich musste zweimal laut lachen, und zwar jedes Mal, wenn Zac Efron auf die Nase gefallen ist. Und das hast du jetzt nett formuliert, weil als ich gestern gesagt habe, hey, du hast ja auch mal lachen müssen. Ja, jedes Mal, wenn Zac Efron auf die Fresse fliegt, muss ich lachen, war der Originalkommentar. Du bist so schadenfroh. Da tut sich jemand so sehr weh. Bist du schon mal auf die Nase gefallen? Ich muss sagen, was ich sehr charmant fand, war halt, dass ich kann ihn auch nicht so nennen, wie er in der Rolle hat. Ich fand es ganz süß, dass der Dwayne ihn immer irgendwie anders genannt hat. Na, dass er ihm immer so einen Spitznamen gegeben hat. Und ich habe eigentlich immer nur drauf gewartet, weil irgendwann hat er mal High School Musical zu ihm gesagt. Ich habe dann tatsächlich darauf gewartet, dass er einfach mal zu ihm Zac Efron sagt. Aber das kam leider nicht. Das war nicht noch ganz lustig. Und auch, ich fand auch die Schauspielerin, die Summer spielt, fand ich ziemlich cool. Das ist die Alexandra Daddario. Die hat einfach krass geile Augen. Also das ist... Ach, die haben auch Augen, die Darstellerinnen da. Und ansonsten, ja, weiß nicht. Also ich hätte es einfach besser gefunden, wenn man nicht auf der alten Schiene gefahren wäre. Wenn es einfach neue Schauspieler, also neue Namen gewesen wäre. Kein Mitch, keine Steph, keine CJ. Ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach andere Leute gewesen wären. Weißt du, also weil... Warum muss man auf diesen alten Namen beharren? Und warum muss man sich da so drauf aufhängen? Ne? Namen sind Schall und Rauch. Ich fand das einfach blöd. Ich fand ihn auch nicht so toll. Ich fand auch das Ende total überzogen. Ja, mir hat es nicht gefallen. Nur kurz für mich zum Verständnis, habt ihr die Extended geguckt oder habt ihr die normale Kinofassung geguckt? Wir haben die normale Fassung geguckt. Okay. Warum, was passiert denn der Extended? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur was. Okay. Ich hatte nur auf der Blu-ray hatte ich irgendwie die Auswahl, wollen sie die Extended gucken? Habe ich gedacht, ach komm, die geht nur irgendwie 10 Minuten länger, da habe ich die mal geguckt. Da waren dann so manche Szenen, die waren dann nicht synchronisiert, die waren dann irgendwie untertitelt dann im Deutschen. Da waren am Anfang bei dem Auswahlprozess war da irgendwas und später, wo die in diese Bar da diese Disco hochnehmen, war da noch was, aber ich glaube, nichts Kriegsentscheidendes. Ja, ich fand ihn ganz gut. Ich fand ihn so richtig herrlich bescheuert, weil der Film nimmt sich von der ersten Sekunde an überhaupt nicht ernst. Ja, das fand ich auch. Ja. Aber so gar nicht, überhaupt gar nicht ernst. Und das fand ich super gut, das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir sehr imponiert. Und ich mag einfach irgendwie, ich kann es nicht leugnen, ich mag Dwayne The Rock Johnson einfach. Ich mag ihn einfach, ich kann es aber nicht genau begründen, warum, weil ich find ihn als Typ einfach lustig, weil er nimmt sich von vorne bis hinten auch nicht wirklich ernst. Das ist, glaube ich, echt einer, der auch im richtigen Leben herzhaft über sich selber lachen kann und über seine Blödheit, die er manchmal macht. Und bei dem Typ steckt bei mir, denke ich, viel, viel mehr dahinter. Der ist für mich einfach so krass, er aussieht. Er ist irgendwie für mich irgendwo, wie ich es einfach empfinde, nach meiner Wahrnehmung, ist er irgendwo noch so ein bisschen menschlich geblieben und nicht so ein abgehobener Schnösel. Und das finde ich einfach mega witzig. Und ja, da prallen halt Welten aufeinander. Wenn dann am Ende noch Pamela Anderson auftritt, darf man so viel sagen? Spoiler! Ja, sie wird ja angekündigt. Also steht da, glaube ich, auch im Vorspann, steht sogar Pamela Anderson und David Hasselhoff. Deswegen, also... Ich habe mich innerlich weggeworfen teilweise vor Lachen, wenn man die Baywatch-Serie halt kennt auch noch. Herrlich. Wie ich jetzt wieder gucken will, hat die irgendjemand auf DVD? Was? Die gibt's auch nicht. Nirgend,
Niemand streamt. Die will man doch jetzt nicht freiwillig noch gucken. Noch mal, oder? Ich hab Bock, die anzugucken wieder. Ja? Okay. Ja. Ja, und deswegen, ich fand es ganz gut. Es war halt, wie gesagt, von der Story her einfach eine Extended Baywatch-Folge. Nichts Tiefgründiges. Es war einfach nur Kopf ausschalten und ja, ich will jetzt nicht sagen genießen, aber einfach Kopf ausschalten und berieseln lassen. Und das hat es gemacht. Und mich hat es teilweise echt abgeholt. Es war einfach so herrlich blöd. Und ja, es waren schon ein paar schicke Mädels dabei. Muss ich sagen. Ja, wenn man das nicht so ernst nimmt, dann kann man da echt viel Spaß haben bei dem. Eben. Dann, eben. Also man deswegen darf das jetzt nicht so denken, jetzt kommt hier so ein Schneemann-Film hier. Ich hab den auch, aber jetzt bei 6 Punkten im Endeffekt von 10. Ja, passt. Ich finde, wie gesagt, für mich passt es. Ich fand's cool. Ja, enough said. Ja, ich glaube, das reicht auch zu Baywatch. Ich gebe ihm übrigens nur 3. Was? Ja, für die 3 Lacher wegen Zac Efron. Wie Zac Efron auf die Schnauze haut. Gut. Ja, ich weiß nicht, ich finde den mittlerweile so unsympathisch. Ich fand den früher voll gut. Und jetzt macht er irgendwie nur noch so ein Quatschkopfzeug. Er ist irgendwie voll arrogant geworden. Also so wirkt er. Ich finde ihn gut. Naja. Gut, mal sehen, was uns dann nächste Woche im Kino oder im Heimkino erwartet. Wir können ja erstmal hier reingucken. Kinocharts und Neustarts. In Charts sieht es wie folgt aus hier in Stuttgart. Platz 10, Thor, Tag der Entscheidung. Platz 9, Aus dem Nichts, dieser Diane Kruger-Film. Platz 8, Liebe zu Besuch. Platz 7, Bad Moms 2. Da gibt es jetzt Bad Moms 2 und dieses Daddy's Home 2. Ja, genau, das ist das Gegenstück quasi. Okay. Und dann gibt es noch Girls Trip. Oh Gott. Platz 6, Happy Death Day. Platz 5, Mord im Orient Express. Platz 4, Coco, Lebendiger als das Leben. Den werde ich auch demnächst mal gucken. Platz 3, Justice League. Das ist so ein Thema für euch, oder? Ach nee, das ist ja DC. Aber Gal Gadot. Ja, es gibt eine coole Szene, die ich allerdings schon gesehen habe. Okay, dann brauchst du den Film nicht mehr gucken. Nee. Platz 2, Fuck You Goethe 3. Und Platz 1, Paddington 2. Hier in Stuttgart. Der sei nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Aber was für ein Impact unsere Sendung hier hat, hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Letzte Woche war da noch irgendwo Platz 5 oder 6. Und dann empfehle ich den hier aus ganzem Herzen. Ja. Ach übrigens, ja, liebe Hörer, wenn jemand das Rezept wissen möchte für die Orangenmarmelade, die Paddington macht, also es wird zwar im Film ja gesagt, die kochen das ja, und ich habe mir das gemerkt und notiert und habe das nachgemacht und es schmeckt echt lecker. Wenn das jemand haben will, kann ich gerne bereitstellen. Schreibt an erik@kinocast.net. In den Neustarts sieht es wie folgt aus. Hier startet neu ein Film mit Emma Roberts, der heißt Die Tochter des Teufels. Ein Horror-Thriller über ein Mädcheninternat, das durch einen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten wird, gerade als eine Schülerin Schreckensvisionen erhält. Oh. Da, da, da. Dum, dum, dum. Jawohl. Failing. ein Sturm wird kommen. Ja. Der war gut. Der war gut, ja. Es startet auch noch Bo und der Weihnachtsstern. Das sieht irgendwie vom Trailer her sehr niedlich aus. Den haben wir jetzt jedes Mal gesehen, wenn ich mit dem Kleinen irgendwie im Kino war, bei diesen ganzen Kinderfilmen. Lief immer der Trailer, sah ganz nett aus. Eine wundervoll animierte Weihnachtsgeschichte um einen Esel und seine tierischen Freunde, die dem Stern von Bethlehem folgen bis zur Krippe des Christkindes. Zwischen zwei Leben, The Mountain Between Us, ein Überlebensdrama um zwei Fremde, die nach einem Flugzeugabsturz in der Wildnis aufeinander angewiesen sind und lernen müssen, sich blind zu vertrauen. Mit Idris Elba und Kate Winslet und Bo Bridges. Aha. Zwei Fremde. Warum sind da 3 Leute? Ah, egal. Polaroid startet auch, dieser Film, den ich getippt habe. Horror-Schocker um eine verfluchte Polaroid-Kamera,
die jeden grausam ermordet, der von ihr fotografiert wird. Sagt Cheese und vergesst nicht zu schreien. Das wird zu. Das ist Presse- echt die Beschreibung. Das steht im Pressetext drin, ja. Naja, aber dass da Polaroid, also die Firma gibt es ja noch, ne? Dass die da nicht sagen, hey, nimm da mal eine andere Kamera hier, das ist ja voll die gute Werbung hier. Es startet auch noch A Ghost Story. Da finde ich gerade die Werbekampagne von dem Filmverleiher irgendwie ganz nett. Der hat auf diesem Poster ist so ein Geist von Pac-Man nur abgebildet. Also richtig so mit Pixeln und da steht irgendwie A Ghost Story drunter. Melancholisches Drama mit Oscar-Preisträger Casey Affleck und Rooney Mara um einen Mann, der nach seinem Tod zurückkehrt und im Haus der Familie spukt. Puh. Es startet auch noch Daddy's Home 2. Deutscher Zusatztitel, mehr Väter, mehr Probleme. Da habt ihr jetzt vorhin eine Menge davon gehört. Burg Schreckenstein 2 läuft noch an. Fortsetzung des Filmabenteuers um die Jungs vom Internat Schreckenstein, die sich diesmal die Suche nach einem geheimen Schatz begeben. Die sich diesmal auf die Suche, muss das doch heißen. Steht nicht da auf. Auf die Suche nach einem geheimen Schatz begeben, um die Burg zu retten. Dann startet noch Die Lebenden reparieren. Ein Organspendedrama, das ist eine ganz neue Rubrik, Organspendedrama, in dem drei Erzählstränge und Schicksale miteinander verwoben werden, basierend auf dem gefeierten Roman von der Autorin Maylis de Kerangal. Ja. Forget About Nick mit Katja Riemann, sein Drama über zwei Frauen, die sich eine Wohnung teilen, die eine ist karrierebewusst, die andere familienorientiert, gemeinsam haben sie lediglich ihren Ex. Haben die den gleichen? Weiß man nicht. Startet auch noch Someone, S-U-M-1, schreibt sich das. Ein psychologischer Science-Fiction-Thriller mit Game of Thrones-Star Ivan Rion als Rekrut auf einem einsamen Wachposten. Wer ist denn dieser Ivan Rion? Sagt dir das was, Kate? Du bist doch da ein bisschen sattelfester mit den ganzen Namen. Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Das startet nicht bei uns. Das startet nicht bei uns. Vanatoare, ein preisgekröntes Drama der Regisseurin Alexandra Baltenau um drei rumänische Prostituierte, ihre Ziele und Wünsche und den Alltag unter einer Autobahnbrücke. Ach du großer Gott. Ja, klingt ja auch nicht gerade nach einem Feel-Good-Film für die Vorweihnachtszeit hier. Dann startet noch einer, der hat ein süßes Poster mit einem weißen Hasen drauf. Der Film heißt Weiber, Ausrufezeichen, Schwestern teilen, Punkt. Alles, Punkt. Eine schwarze Komödie um drei ungleiche Schwestern, die gemeinsam einen Mord vertuschen, um im allgemeinen Wahnsinn ihres Lebens zu versuchen, Oberwasser zu behalten. Okay. Und das war's auch dann schon. Startet aber viel. Hey, hey, hey. Meine Güte. Ich hoffe, es war da für jeden was dabei. Vielleicht entdecken ja die Hörer irgendwas, was sie noch interessiert oder was sie noch sehen möchten. Für mich waren da auf jeden Fall das mit dem Bo und dieser andere. Was hatte ich noch gesagt? Gab es noch so einen Animationsfilm? Coco, genau. Da wäre ich bestimmt irgendwie mal rein müssen demnächst. Nächstes Wochenende oder so. War für euch was dabei? Nö. Nö. Tja, dann halt nicht. Dann müsst ihr halt Netflix gucken, ne? Ja. Serien. Was gibt's da Neues, Kate? Ich sehe, du hast eine ganz neue Serie geguckt. Habe ich nur die Werbung gesehen, habe ich so einen Schiss gehabt, habe ich nicht angeguckt. Solltest du aber. Es ist die erste deutsche Netflix-Serie. Aha. Und sie ist richtig gut. Das sage ich mal vorneweg gesagt. Sie heißt Dark, hat 10 Folgen. Ich bin jetzt bei Ende der 6., glaube ich. Oder Ende der 7. schon? Ich glaube Ende der 6. Folge. Und worum geht es? Es geht um eine kleine Stadt, die heißt Winden. Die ist irgendwo in Deutschland, wo es dauernd regnet irgendwie. Winden denn? Da regnet es die ganze Zeit in diesem Ort. Und dort, also da passieren mehrere Sachen innerhalb kurzer Zeit. Also es fängt an mit dem Selbstmord eines Vaters. Der Sohn wiederum geht dann eine Zeit, irgendwie zwei Monate lang in die Klapse, um sich wieder zu regenerieren. In dieser Zeit verschwindet einer seiner Mitschüler, der Erik Oberdorf, spurlos, einfach weg. Ne? So, die Polizei ermittelt dann und findet aber nichts raus. Dann kommt der Junge wieder zurück aus der
anstellt und muss wieder zur Schule gehen und alles. Und findet dann dabei raus, was so alles passiert ist. Und versucht auch diese ganze Sache aufzuarbeiten mit seinem Vater. Und eines Tages, also kurz drauf halt, gehen er und seine Freunde in die Nähe dieser von so einem Höhlensystem dort, also Windener Höhlen heißen die, und wollen da schauen, ob da der Erik irgendwie sein Dope versteckt hat, weil er sich da oft aufgehalten hat. Und Erik, hast du dein Dope da versteckt? Ich habe mein Dope nicht in Windenden versteckt. Okay. Das heißt Winden und nicht Windenden. Ja, auf jeden Fall gehen die da in diese Nähe von diesem Höhlensystem, und dann fängt plötzlich an, alles Licht zu flackern und komische Geräusche, und die rennen weg, und dabei geht der kleine Junge verloren. Also ein kleiner Junge geht, der Mikkel, geht verloren. Der war mit seiner Schwester und seinem Bruder dort, zusammen mit dem Kumpel, der in der Klasse war. Die mussten ihn halt mitnehmen, weil sie auf ihn aufpassen mussten. Und der geht dabei verloren, der verschwindet. Und ab dieser Stelle möchte ich aufhören, da zu erzählen, um was es geht, weil dann wird richtig abgefahren. Ne? Also wenn man, ich finde, dass zum Beispiel die Filmstartsbeschreibung zu dieser Serie schon zu viel verrät. Ist das jetzt eher Horror oder Mystery? Oder? Es ist Thriller. Also eher doch, also ein ganz normaler Krimi. Es hat wenig mit Horror zu tun. Okay. Also es ist halt richtig, so ein richtiger, also es ist ein Thriller, es ist eine Thriller-Serie, ganz klar. Also dieser verschwundene Junge ist jetzt nicht einfach plötzlich weg, ja, der taucht tatsächlich auch wieder auf, nur anders als man denkt, und der spielt es total süß, echt toll. Also generell die ganzen Schauspieler, die ich alle nicht kenne, ich kenne keinen von diesen deutschen oder in Deutschland lebenden Schauspieler, was es auch für mich überraschend gemacht hat. Ich wusste nämlich nicht, dass es eine deutsche Serie ist. Ich habe reingeschalten und dann fing es an und ich so, hey, Moment mal, die Synchro passt ja eins auf die Lippenbewegung. Nee, Moment mal, das sind ja alles Deutsche. So, und dann kam auch erstmal diese Stadt und ich so, das sind ja auch deutsche Straßenschilder und alles. Das wird jetzt nicht direkt erwähnt, dass das in Deutschland spielt. Ne? Deswegen, auch bei dem Titel hätte ich jetzt nicht drauf geachtet, oder darauf geschlossen, dass es eine deutsche Serie ist. Aber sie ist wirklich gut gemacht, sie ist richtig spannend und sie ist auch total, wie soll ich sagen, total abgefahren. Weil da kommt im Laufe der ersten 6 Folgen, die ich jetzt gesehen habe, kommt was zutage, das ist einfach irre. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Und das ist auch alles irgendwie schlüssig. Also es macht auch irgendwo alles Sinn. Sieht ja, und ich bin Poster, gespannt, was jetzt noch diese 3 Folgen passiert. Das Poster sieht ja voll aus wie S, der Film. Also wo der mit der gelben Regencape. Ja, der Junge hat immer eine gelbe Regenjacke an. Ich sag's ja, dauernd regnet es dort. Du siehst auch, das ist auch so gespiegelt. Ja, also das, diese Höhle, die auf dem Poster drauf ist, wo er drauf steht, das ist eine Spiegelung. Das ist rechts und links exakt gleich. Also ich muss ja hier mal was hervorheben, ne, dass die zwei, ich habe jetzt hier gerade mal bei IMDb geguckt, weil du sagst, man kennt da niemand. Ich kenne da echt niemanden. Also zum Beispiel Caroline Eichhorn, ja, die dort mitspielt, die spielt, ich habe den Film nicht gesehen, Charlotte Doppler in 9 Folgen. Ah ja, die Polizistin. Ja, will nur mal erwähnen, wir sind ja hier aus Stuttgarter Podcast. Ist am 9. November 1965 in Stuttgart geboren. Oliver Masucci, der spielt die Rolle Ulrich Nielsen, ist 1968 in Stuttgart geboren. Ja. Entschuldigung, also, ich kenne die aber ja, nicht. Nee, ich sag, gar nicht so viel Deutsches. Nee, ich kenne die auch nicht, aber ja, mir sind die Namen nur irgendwie mal so im Hinterkopf. Vielleicht, die sind hier schon, ja. Die zwei sind auch, also gerade der Oliver Maya Masucci Schöne ist Hauptdarsteller. Maya Schöne, Hanna Kahnwald spielt die. Auch Stuttgarterin, 1976 hier geboren. Verrückt. Also das ist ja quasi wahrscheinlich doch hier irgendwo im Ländle entstanden, oder? Hast du da Mundart gehört, oder? Nee, also ich spreche alle Hochdeutsch. Okay. Aber den einen Stefan Kampwirt, der hat die Rolle, Peter Doppler, den kenne ich vom Gesicht her aus diversen
Film hier. Ja, der kommt nicht so oft vor. Wo ist denn das gedreht? Warte mal, jetzt gucken wir mal. Ich habe niemanden davon wiedererkannt, aber trotzdem sind es alles richtig, richtig coole Schauspieler. Auch diese ganze Atmosphäre, also es ist eine sehr düstere Serie, sehr viel mit dunklen Tönen unterlegt, also dunkler Musik unterlegt und auch wirklich durchdacht. Also ich mag ja deutsche Serien eigentlich gar nicht. Ja? Ich kann damit ja überhaupt nichts anfangen. Ja? Aber die holt mich echt ab. Also da hat Netflix wirklich eine geile Produktion gemacht. Lege ich wirklich jedem ans Herz. Das Ganze sieht gruseliger als es ist. Es ist sehr viel Thriller. Und sehr viel, aber man muss wirklich mitdenken. Man muss dabei bleiben. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen, weil da passiert einfach was, das will ich niemandem vorne wegnehmen. Ich habe gerade noch weiter ein bisschen was rausgefunden dazu. Die Serie ist in Berlin gedreht worden und im Umland. Und gedreht hat die der Baran Booda. Mhm. Und der hat doch, glaube ich, diesen Who Am I gedreht, wenn ich mich recht erinnere, den ich eigentlich ganz gut fand. Und hier vor allem hier auch diesen, das letzte Schweigen hat er doch gedreht, wo ich so begeistert war in der Sneak Preview mit einem, klingt super, also muss ich unbedingt mal gucken. Ja. Sah bloß so von dem Trailer, ich habe den irgendwo, im Fernsehen läuft sogar der Trailer zu Dark, ich habe den irgendwo im Fernsehen gesehen. Und da habe ich gedacht, boah, das sieht so horrormäßig aus da. Ich finde das wirklich super durchdacht, vor allem gerade wenn ich mir das Poster anschaue. Diese Spiegelung, die hat für mich, also ich habe immer gedacht, was hat es damit zu tun? Und jetzt, wo ich die Serie schaue, ist mir auch klar, warum das Poster so dargestellt ist. Und das ist alles so, es ist so stimmig und das bin ich von deutschen Serien nicht gewöhnt. Also wirklich, das könnte locker irgendwo eine US-amerikanische Serie sein, ohne Probleme. Die ist richtig gut produziert, gut durchdacht, toll geschauspielert. Ja, aber sie kommt aus unserem Land, es kommt aus Deutschland. Wir können sowas auch. Danke, ja, Netflix. Klar können wir sowas. Damals schon Dings hier bei Antikörper oder so, das war auch schon ein ziemlich cooler Film. Ja, okay. Ja. Nee, also ich werde es mir auf jeden Fall mal vormerken. Vielleicht haben ja die geschätzten Hörer, vielleicht hat das auch schon jemand geguckt gehabt. Ich glaube, an der Werbung kommt man ja momentan gar nicht vorbei. Dann wäre es interessant, lasst mal einen Kommentar da zu dem Thema oder. Genau, meldet euch mal, wie ihr Dark fandet. Würde mich interessieren. Okay. Ja, dann schauen wir hier mal weiter. Hier. Rätselecke. Hat das denn gestimmt bei dir letzte Woche? Was da? Was weil, die Leute gesehen haben? Weil der einer davon hatte mich auf den Verteiler mitgenommen. Irgendwie. Mhm. Deswegen habe ich da eine Lösung zumindest mal gesehen. So, jetzt schauen wir mal. Moment, wo habe ich es denn hier? Also, ich habe die allererste E-Mail, die ich bekommen habe, war vom Thomas. Und er hat leider falsch getippt, denn er hat auch Thomas, was los? Getippt. Was ist los, Thomas? Schleift. Du hast es aber auch sofort gesagt, du wüsstest, um was es geht. Ich habe Waterworld. Das ist nicht Waterworld. Was? Der ganze Planet ist voll mit Wasser, das kann nur Waterworld sein. Nein. Gibt's dann noch? Hat der Rainer geschrieben, hallo Kate, die Lösung für dein Rätsel müsste Planet of the Sharks sein. Und er hat recht, es ist so, Planet of the Sharks gewesen. Dass du natürlich so ins Krabbelregal greifst, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Ja, ich habe dann auch noch eine schöne E-Mail bekommen vom Mike. Er hat geschrieben, das Rätsel von Erik war im Gegensatz zu den letzten beiden richtig einfach. Er tippt auf Bram Stoker's Dracula, herrlicher Film. Bei Kate war ich erst fast bei Waterworld, aber dann kurz daran gedacht, dass es ja ein Rätsel von Kate ist. Also mal wieder kurz bei Tele5 nach einem Kate-typischen Film gesucht und schwupps, Planet of the Sharks gefunden. Da darfst man nichts von Tele5 mehr nehmen. Hier, die Leute sind da schon geschärft hier. Der nächste ist auch nicht von Tele5. Ich habe etwas gelernt, meine Lieben. Kommt nicht nochmal vor. Übrigens, das hat gestimmt hier. Also es war Dracula. Ja. Das Rätsel war ja, der Gast rasiert sich mit einem scharfen Rasiermesser und da passiert es. Er ritzt sich in den Hals.
Der Gastgeber, der dem Gast zugeschaut hat, ist außer sich vor Freude. Der Gastgeber ist nämlich ein Vampir, der sich vom Blut ernährt. Rasch lässt er sich vom Gast das blutige Rasiermesser geben und leckt es mit der Zunge ab. Welch himmlische Delikatesse. Bram Stokers Dracula war das aus dem Jahre 1992. Habe ich damals sogar im Kino gesehen. Nicht schlecht. Hast du ein neues? Ich hätte ein neues. Ah, das, warte mal, nehmen wir das mal. Hä? Willst du zuerst? Oh, den Film kenne ich den? Weiß gar nicht. Die Überschrift lautet Der Jammerlappen. Die Frau schreit verzweifelt um Hilfe, doch obwohl der Mann nur einen Schritt vor der Frau steht, tut er rein gar nichts. Oh, das ist schwer. Das ist echt schwer. Das ist so nichts sagen. Ich glaube, meins ist einfacher. Ich gebe vielleicht noch den Tipp, die Frau ist gerade Blumen pflücken. Falls das irgendwie hilft. Nein. Ach, yes. Ja, jetzt. Okay, meins ist einfacher. Achtung. Er liefert als freier Kameramann für einen lokalen Sender Bilder von Tatorten. Bald erkennt er, was sich am besten verkauft und ist für seine Karriere bereit, alle moralischen Grenzen zu überschreiten. Den kenne ich. Also ja. Wenn du da jetzt sagst, das ist nicht der, den ich denke, was es ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich kenne ihn auch, ich fand ihn gut. Also zumindest müsste ich jetzt nochmal gucken, ob es da irgendeine B-Movie-Version davon gibt, von dieser Story. Chris, weißt du es auch? Und der kam am Fernsehen? Ja, bestimmt, ja. Der kam jetzt am Freitag. Okay, cool. Mhm. Na, nicht schlecht. Also, liebe Hörer, ihr habt jetzt gerade zwei Rätselchen gehört. Schreibt die richtige Lösung an kate@kinocast.net. Alle beiden Lösungen. Kate sammelt das ein und dann werden wir das in der nächsten Woche ja mal gucken, wer da was richtig hatte. Und ja, wenn ihr uns so irgendwas schreiben möchtet, dann nutzt am besten die Kommentarfunktion. Briefkasten. Ja, das momentan durch das Rätsel werden mir jetzt natürlich die aktuellen Kommentare hier nicht mehr so gleich oben angezeigt, weil wir das Adventskalender-Gewinnspiel haben. Deswegen muss ich jetzt mal hier reingucken. Also letzte Woche war ja Girls Trip die Sendung und da gab es schon ein paar Kommentare. Okay, der Super Goofy hat festgestellt, dass der Adventskalender bald beginnt. Hey, sehr gut. Ja, und dann ist ein bisschen Diskussion entbrannt, wer wie viele Filme gesehen hat. Das ist jetzt nicht ganz so. Der Mike hat geschrieben, am Sonntag wollte sein Junge mal wieder ins Kino. Da kam Paddington 2 gerade recht. Der erste Teil hat ihm auch schon ganz gut gefallen und der zweite ist auch was für groß und klein, wobei mir der erste doch besser gefallen hatte. Dennoch 8 von 10. Also stehe ich voll dazu, passt. Er hat auch noch vergessen zu sagen, dass in einer der vergangenen Sendungen hatte ich mal den Film mit Dieter Haller von empfohlen, sein letztes Rennen. Zu Recht meint er, kurz danach kam er auch im Fernsehen, er hat ihn angeschaut, sehr sehenswert. Möchte ich auch nochmal hervorheben, ist auch ein schöner Film, so jetzt in der Vorweihnachtszeit zum Gucken. Schöne Geschichte, gut erzählt, gute Darsteller. Die Steff hatte auch Girls Trip in der Sneak, wie die Kate vorletzte Woche. Sie fand ihn ganz schrecklich. Sie versteht nicht, warum dieser Humor immer noch Publikum findet. Das war Sex in the City meets Hangover meets Scary Movie, wobei sie hier eine gute Serie, einen ziemlich guten Film und Scary Movie, der erste war auch noch gut, zusammen mixt. Ich weiß nicht, das passt in meinem Verständnis nicht ganz. Ich würde eher so Sachen wie Brautalarm meets, weiß nicht, wir hatten mal diesen, was war das für ein, ach, das war auch, habe ich schon wieder vergessen, irgendwie so ein, irgendwas Teil 2, aber auch irgendwelche Leute, vielleicht fällt es mir irgendwann ein. Ja, auf diesen Humor kann sie auf jeden Fall verzichten. Einzige Lichtblicke in dem Film, die Musik und die Männer. Aha. Kate, von den Männern hast du jetzt uns nichts berichtet. Was gab es da zu berichten? Waren jetzt auch nicht so präsent. Ach so. Ja, ja. sie gibt 2 von 10 Cocktails mit Absinth. Ja. Wir hatten noch ein was bekommen. Jetzt muss ich das mal raussuchen. Und zwar, ich sage ja immer, dass uns die geschätzten Hörer unterstützen können auf diverse Art und Weisen. Und Amazon wird ja schon sehr eifrig genutzt, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Und es hat auch mal jemand uns 5 Stunden Credits bei Auphonic geschenkt. Oh. Und wow, danke. Derjenige oder diejenige hat leider nicht gesagt, wer. Also da steht nur
eine Message da, die lese ich jetzt nicht vor, damit, also wenn er oder sie mir sagt hier, hey, ich bin's oder so, einfach mal eine E-Mail schreiben, erik@kinocast.net, dann nenne ich auch gerne mal den Namen. Dann schreib einfach die Message rein, die du damit mitgeschickt hast, mit dieser, ja, die ist für mich nicht erklärend, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll mit dieser Message, aber wenn du das warst, dann, ja, dann kann ich das auch mal nennen. Das heißt natürlich, dass diese Sendung, wir werden ja auch wieder ungefähr eine Stunde haben, und die nächsten vier werden quasi gesponsert von dieser Person. Vielen Dank dafür. Und ich werde gleich mal einen Blick hier reinwerfen, was bei Amazon so passiert ist in den letzten 7 Tagen. Und ihr wisst ja, liebe Hörer, ihr könnt die Amazon-Links bei uns auf der Webseite klicken. Da sind so Filmempfehlungen und an der Seite so ein Banner. Und gerade wenn ihr jetzt in der Vorweihnachtszeit irgendwas bestellt, für die Mama ein Geschenk oder für die Oma oder für den Papa oder sonst jemand oder für Kinder, klickt einfach vorher bei uns so einen Link und bestellt dann. Kostet euch nicht mehr und wir haben eine kleine Provision davon. Zum Beispiel, oh, das haben ja, hier ist ja einiges dabei. Hat jemand bestellt einen Laufkalender für 2018. Der Achilles-Laufkalender. Da sind wahrscheinlich irgendwie Tipps fürs Laufen drin. Können wir schon mal ausschließen, dass ich das war, ne? Ja, wer weiß. Ich bin zu doof zum Laufen. Vielleicht willst du da ja. Tom Gates, Band 12, geniales Meisterwerk, in Klammern, Familie, Freunde und andere fluffige Viecher. Weiß nicht, was ist, ein Comic? Könnte sein. Sieht so ein bisschen von der Grafik her aus wie Gregs Tagebuch oder so. Und hier hat jemand, oh, ob ich das verraten darf, hier hat jemand eine Weihnachtsmann-Perücke mit Bart bestellt und ein Weihnachtsmann-Kostüm mit Brille. Also hier will sich offensichtlich jemand, ja. Und ein Glöckchen, eine Tischglocke. Corvus A600265, Tischglocke klein. Da bereitet sich jemand offensichtlich sehr auf Weihnachten vor. Jemand hat das Scotland Yard-Spiel bestellt, hier das Brettspiel. Schönes Spiel, cooles Ding. Kennt ihr das? Ja, ne, ihr seid doch die Spielfanatiker. Scotland Yard, klar. Das ist cool. Ja. Gab es da auch mal eine Stuttgart-Version, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Irgendwie hatte ich mal eine gesehen. Monopoly gibt es eine Stuttgart-Version. So. Das stimmt. Ja. Ah, das darf ich nicht vorlesen. Das ist das, was, ja. was ist das hier? Ein Anhänger für ein Armband. Ein Netzteil für ein Nintendo DS. Wild-Arganöl Body Butter. Hat wahrscheinlich jemand jetzt ein bisschen trockene Haut bei den kalten Temperaturen. Homeland Season 4 auf Blu-ray. Ravensburger, das verrückte Labyrinth. Das Ravensburger Malen nach Zahlen. Und hier bereitet sich jemand auf die düstere Jahreszeit vor, wo man nicht mehr viel. Oh, hier hat jemand Splatoon 2 für die Switch bestellt. Das ist natürlich auch sehr gut. Was ist das? Amazon Geschenkgutschein. Mit gratis Teddy. Oh, ist ja cool. Gibt es einen Teddy, der hat einen Band um und da ist ein kleiner Umschlag dran und da ist der Geschenkgutschein dran. Das ist ja cool. Was ist das? Deckdeal Bierfilter Weinhopfenfilternetz. Kann man sich irgendwie selber Bier brauen, nehme ich mal an. Auch nicht schlecht. Ich einfach unverbesserlich 3 auf Blu-ray. Und ja, das war's. Vielen Dank, war echt viel. Ich sehe es dann aber erst in ein paar Wochen, was da so bei rauskommt. Das waren erstmal so die bestellten Produkte. Das sieht man jetzt bei Amazon nicht mehr so zeitnah, was davon wirklich verprovisioniert wird. Vielen Dank an alle, die dort was genutzt haben und auch bei dem Adventskalender, der bei uns auf kinocast.net jetzt gerade läuft, ist auch bei jedem Beitrag immer so ein kleiner Hinweis, dass ihr den Adventskalender unterstützen könnt durch eure Einkäufe. Da ist so ein kleiner Button, da kommt ihr dann direkt bei Amazon raus. Apropos Adventskalender, haben ja auch einige jetzt schon mitgespielt und ich hatte vorhin mal irgendwo die Auswertung offen. Es sind natürlich, wir sind erst 3 Tage vergangen und momentan sind 14 Leute auf dem ersten Platz mit 6 Punkten. Also die haben quasi alles bis jetzt richtig gehabt. Zum Beispiel Alex, Catland, Epinator, Epsel, Franzi, Holmer, Thomas, Kirschert, Leinwandperlen, Lothar P., Martin, Meister Quitte, Mirko 1976, Steff, Sumatra, Rain, ihr Penner, Wieser. Ja, das waren die auf dem ersten Platz. Und den zweiten Platz teilen sich Björn, Haha, Jena, Lachsack,
Der Jeff ist dann auf Platz 3, Marita auch Jeff, unter Willens. Ich heiße Jeff. Ja. Und ihr könnt immer noch einsteigen, denn bei dem Spiel ist ja so, es wird jeden Tag ein Bild oder ein Screenshot aus einem Film des letzten Kinojahres gezeigt, plus die Filme, die wir hier so besprochen haben aus dem Heimkino. Das heißt, wenn ihr das ganze Jahr euch das hier angetan habt, dann wisst ihr ungefähr genau, was hier drankommen kann. Und es sind auch eigentlich nicht so schwer. Wenn man ein bisschen ins Kino geht, weiß man das. Aber naja, man kommt halt manchmal nicht drauf. Man kennt das ja. Und dann tippt ihr einfach mit, schreibt einfach einen Kommentar. Dadurch sind natürlich jetzt die Kommentare gerade auf dem Blog erstmal prinzipiell gesperrt. Das heißt, auch wenn ihr jetzt zu dieser Sendung einen Kommentar schreibt, nicht wundern, dass der jetzt nicht gleich erscheint. Der ist jetzt nicht irgendwo im Spamfilter gelandet, sondern ich muss halt jetzt gerade in der aktuellen Rätselphase erstmal alle Kommentare von Hand immer freischalten. Da muss ich erstmal gucken. Da kann es dann sein, dass es ein bisschen dauert. Jo. Okay. Ansonsten, habt ihr noch was? Nö. Es gibt eine neue Folge Pausentee. Ah, das hab ich heute auch gesehen. Ja, genau. Wir sind wieder zurück mit neuem Trainer, oder wie war das? Ne, Comeback ohne neue Trainer. Ohne neue Trainer. Ja. Ja. Ja, wir haben es tatsächlich wieder geschafft, nachdem ja der Nils ewig kaputt war, ein bisschen auch umzugmäßig. Ich bin ja kaputt gegangen zwischenzeitlich und ja. Wo ist denn der Nils hingezogen? Der ist innerhalb von Görlitz umgezogen. Ach, in Görlitz? Oh, guck an. Ja. Schöne Stadt. Ja. Ja. Weißt du, welcher Film da gedreht wurde? Unter anderem. Ach, jetzt sag's mir. Mit Jackie Chan hier in 80 Tagen um die Welt. Ah. Ja. Kannst du mal gucken, siehst du viel aus Görlitz. Kannst du deinem Mitmoderator mal sagen, hey, weißt du schon? Ja, ja. Aber das weiß der bestimmt, weil ich kenne jemanden, der hat einen kleinen Laden in Görlitz und da wurde irgendwie ewig viel gesperrt, weil die da Film gedreht haben. Das hat die Leute irgendwie total angekotzt, weil da irgendwie der Hollywood-Tross da eingeritten ist mit zig Trailern und Bussen und sonst was und da irgendwie ewig viel abgesperrt haben. Und warum hat man das gemacht? Weil die Häuser wirklich so richtig schön im alten Stil richtig toll erhalten sind. Ganz toll restauriert und so. Sehr empfehlenswert, mal an die östlichste Ecke fast von Deutschland zu reisen. Ja. Okay, liebe Hörer, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, falls ihr auch noch so Reisetipps habt, dann schreibt uns einfach an ja, die bekannten E-Mail-Adressen. Kate@kinocast.net könnt ihr die Kate erreichen. Chris@kinocast.net und meine Wenigkeit der Eric@kinocast.net oder einen Kommentar oder auf Twitter @kinocast, Facebook Kinocast und den Rest kriegt ihr auch raus. Vielen Dank an euch beide fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann, wenn alles klappt, morgen im Kino. Mal gucken, was uns da erwartet. Und die nächste Sendung gibt es dann nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.